Sag mal, wie viele Earnings du hast, Caro. Ich weiß nicht, ich habe ungefähr 200.000, glaube ich. Oh, okay. Oh. Ja, Leute, das ist für euch, Maestro und Julian, das ist jetzt einfach nur so, um euch so, weißt du, so runterzudrücken, damit ihr so ein bisschen Angst jetzt habt in diesem Solo-Squad. Deswegen macht das Camo auch immer. Der geht immer ins Gespräch rein, yo, hi, ich bin Camo, ich habe 200.000 Earnings. Jedes Ja, Mal. genau. Nein, ich mache nur Spaß. Camos Liebe. Jungs, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also, das Prinzip nochmal ganz kurz für euch. 15 Kills ist gleich ein 50er Safe in eure Tasche, auch wenn ihr nicht ins Finale kommt. Es werden drei Runden gespielt. Derjenige, der am meisten Kills nach den drei Runden hat, kommt ins Finale rein. Im Finale geht es dann nochmal um 650. Um weitere 650. Was? Nur einer kommt weiter? Nur einer Sorry, kommt weiter aus bisschen, der Gruppe. Ich hatte gerade ein bisschen Brain Lag. Ja, ja. Einer kommt weiter. Okay. Einer kommt nur weiter aus Also dieser Gruppe. der die meisten Kills macht in drei Runden oder? Genau. Also addiert sich das zusammen. Ich habe gar nicht richtig zugehört, sorry. Also, ja, perfekt. Also, du machst 10 Kills, 10 Kills, 10 Kills, du hast 30 Kills insgesamt. Ja, Drei Runden sind gespielt. Du ja, musst, okay, ich du dachte nur, vielleicht zählten die Hand nur die Highscore oder so. Früher Summer-Skirmish-Format, Bruder. So, und dann. Und derjenige, der als erst, also es werden ja drei Runden gespielt und es besteht dreimal die Möglichkeit, 50 Euro zu gewinnen, indem du als allererstes in der Lobby 15 Kills gemacht hast. Ja, okay. Genau. Aber dann quasi pro Runde dann nur einer, oder wie? Pro Runde kann nur einer, genau. Okay. Und was noch? Achso, ja, Dings, du musst aufpassen, Camo, ne? Blackscreen, alles mögliche rein und hier auch ingame den Sound ausmachen am besten. Weil sonst kommt Stream Sniper. Wie Sound ausmachen? Und ich würde sagen, wir gehen hier rein. Erste Runde, Maestro schon direkt zwei Kills early. Er landet hier Lazy Lake. Wo sind die anderen Jungs? Wir haben Salty Springs besetzt mit Camo's One-Shot? Camo ist down. Maestro ist down. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt, Livestream. 15 Kills sind nicht leicht. Alle so, ja, jeder Pro macht jede Runde 15 Kills. Da sind die ersten Gegner jetzt hier vor Julian kommen. Ah, komplett lost. Schönes Aiming hier. Leute, Julian Komm ist Maus- und Keyboard-Spieler, by the way, ne? Julian Komm ist, by the way, Maus- und Keyboard-Spieler. Holt sich hier die ersten zwei Kills. Könnt ihr jetzt hier auf den nächsten Gegner raufgrabbeln. Der Gegner hat ne Spaß. Der Gegner hat ne Spaß, Livestream. So, gönnt ihn jetzt hier 2C4. Hittet ihn jetzt einmal mit 70. Und 60er. Ah, das war's. Chillig. Schöner Hit, schöner Hit. Nimmt sich hier ganz bewusst, nimmt sich hier ganz, ganz bewusst Livestream die Spaß nicht mit. Wisst ihr warum? Weil im Solo vs. Squad die beste Waffe natürlich die taktische Shotgun. Ja, was ist das für ein Aiming? Werden Botkills aufgezählt? Was für Botkills? Ja, die er jetzt gerade macht, meinst du? Ja, ja. Ja, die werden auch gezählt. Ja, okay, nice. Warum lachst du, Digga? Wie, ja, Digga, das ist ein fucking Computer. Mach kein Auge. Boah, er macht richtig Auge, ich, was? Ich will ja nicht sagen, Digga, aber vier Freak ist, also, ja, egal. Okay, also, ich wollte ja eine Frage, so. Ist okay. Aber eine Sache habe ich, die ich tatsächlich nochmal vor Augen habe. Eventuell, wenn die nächste Runde auch so laufen würde, dann würde ich vielleicht sagen, dass wir noch eine Runde ranhängen. Aber eine Runde wiederholen würde ich zum Beispiel nie. Okay. Nur dass ihr das schon mal wisst, weil das hatte ich auch schon mal gemacht. Aber da müssen sich alle einig sein, nicht nur einer oder so. Ja. Okay. Ja, Julian wird halt das Safe Nein sagen, ne? Das ist ein gutes Recht, ist ein gutes Recht, nochmal. Okay. Dann good luck, Julian, ne? Der macht so Augen auf ihn. Jetzt kann ich kurz. Oh, was? Er haut ihm das No-Scope ins Gesicht und deswegen holt er ihn mit einem Schuss. Hä? Rechts hinter dir! Er checkt das nicht, doch, er hat's gecheckt. Schöner Hit. Das sind zum Beispiel keine Bots. Und was macht er da mit denen? Oh mein Gott, Julian Komm! Mit wem du gerade? Oder mit wem spielt er im Trio? Mit wem spielt Julian Komm im Trio? Wie kann man so cracked sein? Ich hoffe, Elgato ist damit fein. Ansonsten nehmen wir das aus Support-Creator-Einnahmen. Support-Creator. Amar. Sonst nehmen wir es aus den Einnahmen. Doppel-Minigun. Ich glaube, das macht Spaß. Ich glaube, das macht richtig Spaß. Das Auge von Camo wirkt, Livestream. Das Auge von Camo wirkt. Erste Runde ist vorbei. Camo mit 0, Maestro mit 2, Julian Komm mit 12. Oh, warte. Das Gespräch will ich hören. Was ist der Kommentar dazu? Block auf Twitter. Es gibt drei Gruppen. Die erste Gruppe haben wir schon gesehen. Jede Gruppe spielt drei Runden gegeneinander. Das ist gerade die zweite Gruppe. Derjenige, der die meisten Kills hat nach drei Runden, ist im Finale. Im Finale gibt es nochmal um 650 Euro.
schöner Abschuss. Kamo jetzt hier schon direkt mit 3 Kills early. Gegner komplett lost. Warte, muss mal einmal kurz Kamo was fragen. Oh, was? Julian, komm, ist down! Das heißt, derjenige, der sich diesen ganzen Vorsprung erarbeitet hat, dieser Vorsprung, der ist weg. Wavy und Kamo können jetzt hier nachziehen. Glaubt ihr, Kamo hat das gehört? Ja, ne? Schöne Hits. Nein! Oh mein Gott, das sind aber viele. Das sind aber viele jetzt hier. Oh, One-Shot. Stark! Schöner Hit. What? Gegner ist gut! Gegner ist gut! Kamo hätte bauen müssen. Kamo hätte sich einbauen müssen, seine Minis trinken müssen, hat jetzt 6 Kills geholt und ist tot. Das ist ein Stream-Sniper, Bro. Glaube ich nicht. Also kann sein. Digga. Er macht Edit-Parcours mit dem Gegner. Guck dich das mal an. Digga, er coacht ihn sogar. Oh, ja, das will ich sehen. Das ist Balsam für meine Seele, Livestream. Genau das. Das ist Balsam für meine Seele. Das könnte ein Controller-Spieler niemals erreichen. Diesen Skill an Mechanics. Niemals könnte das ein Controller... Gibt es irgendeinen Controller-Spieler da draußen, der genau sowas kann? Nein, gibt es nicht. Digga! Wavy! Hinter ihm ist auch noch ein Gegner, by the way. Stark. Alter, sehr, sehr stark gemacht einfach. Kann er mal bitte zubauen? Hinter ihm sind... Alles offen, alles komplett offen. Wenn er jetzt gesniped wird, ist er tot. Bei Julian Komm haben sie L-Dance zu viert gemacht. Das waren Stream-Sniper. Die Frage ist halt, sind sie durch meinen Stream gekommen? Sind sie durch Julians Stream gekommen? Sind sie durch Kamos Stream gekommen? Das wissen wir natürlich alles nicht. Das ist lost. Das ist ultimativ lost. Aua, aua, aua. Ah, die Gegner sind zu gut für ihn, glaube ich. Ja, Gegner sind zu gut. Die Gegner sind zu gut, zu aggressiv, alles mögliche. Maestro mit 8 Kills, Kamo mit 6, Julian kommt mit 3. Und jetzt muss ich die Jungs einmal fragen. Bevor wir in die letzte entscheidende Runde gehen würden. Die Entscheidung liegt komplett bei euch. Ich würde euch nochmal anbieten, eine weitere 4. Runde dazu zu nehmen. Auch weiter Fuffi und alles mögliche. Damit das einfach nochmal ein bisschen spannender werden könnte. Weil, ich würde ja sagen. Also aber gemeinschaftlich. Und keiner ist ein 31er, wenn er Nein sagt. Hm? Ich sag ja auch. Ja, ich habe nichts zu verlieren, also ja. Oh, Alter, Julian. Julian mit den Big Balls. Er sagt einfach, ich habe nichts zu verlieren, weil ihr Dogshit seid beide. Wie steht's jetzt overall gerade? Also, Julian Komm hat 15. Maestro hat 10 und Kamo hat 6. Der Gegner ist komplett sweaty. What the fuck? Oh, was für sweaty. Da kommt ein Kamo-Line mit den Big Balls. Nein, er schießt! Er schießt! Ja, stark. Hat sich den einen schon mal geholt. Finisht auch direkt. Stark. Voll fucking played. 6 Kills. Richtig clever gespielt. Leute, ich hatte das gestern. Ich wusste nicht, dass wenn jemand rebootet, der Gegner muss erstmal spawnen vom Reboot, bis du ihn dann erst töten darfst. Weil wenn du ihn vorher tötest, also wenn dieses Leuchtzeichen einfach nur kommt, dass der gerebootet wird, dann ist es zu früh. Julian Komm mit 0. Das Ding ist, Julian Komm hatte natürlich gerade eben ein sehr, sehr großes Mundwerk. Nennen wir das mal so. Alter, das ist doch ein Bot. Das ist doch ein Bot. Das ist halt Taschengeld, ne, für meinen Sohn. Aber das ziehe ich ihn auch vom Taschengeld ab, by the way, ne? Also, das wisst ihr. Gegner ist nervig. Gegner ist nervig. No, no, no. Oh mein Gott, er hat keine Mats. Das war's. Oh, ja, 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 das will ich doch sehen. 9 Kills. 14 Kills für Wavy. Einen einzigen braucht er noch. Dann hat er den Fuffi schon mal safe. Eigentlich ist die Kamera, die ich davor hatte, die beste, die es auf dem Markt gibt. Die Panasonic GH5. Jetzt habe ich mir eine Sony geholt. Die ist anscheinend auch sehr krass. Und da ist der Kill. Da ist der Kill. Das ist das dritte Mal heute, dass wir die Supreme Cash Gun gleich rausholen werden. Und ihr wisst warum. 15 Kills gleich 50 Euro bedeutet was?
Ist die Batterie leer oder so? Okay, warte mal. Wir gehen wieder zurück ins Spielgeschehen. 4 Kills für Julian, komm. Oh mein Gott, Julian, komm, ist weak. Der Gegner ist gut. Gegner ist verdammt gut. Das ist wieder so ein Gegner wie vorhin. So, Wavy kommt dazu. Hat 20 Kills. Weißt du, ist auch One-Shot, ne? So, Maestro hat 21 Kills. Holy shit. Kamo hat auch 14 Kills. Was geht denn ab? Was ist das? Was, wie viele Kills haben wir? Zu viele. Das ist schon wieder zu wild. Ich muss gleich irgendwie einen Schraubenzieher organisieren, Livestream. Was war das denn? Hat der hier den Gegner gerade mit einem einzigen Schuss geholt? Boah, dieser Flex, what? Ah, der Sidejump hat nicht gesessen. Okay, warte mal, wir haben Kamo mit 14 Kills, Maestro mit sage und schreibenden 22 Kills, das sind die meisten Kills, die wir bis jetzt jemals gesehen haben, bei Rasieren und Kassieren, und Julian kommt mit 6 Kills. So, wir haben Kamo mit einem Kill, Maestro mit einem Kill. Also was das Wichtigste für Julian und für Kamo ist, ist, dass Maestro jetzt eigentlich stirbt. Wenn Maestro jetzt nicht stirbt, dann sind Julian und Kamo höchstwahrscheinlich raus. Der trifft halt jeden Schuss, als hätte er Auto-Aim, ne? Aber er ist Maus- und Keyboard-Spieler, vergesst das nicht. Alter, das sind komplette Bots hier, ne? Das sind komplette Bots. Digga, was? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Livestream, das gibt's doch nicht. 4 Kills schon wieder early. Digga, das ist doch lächerlich. Das soll ich. Ich glaub, die Entscheidung steht eigentlich schon fest, wer hier gerade gewinnt, oder? Er hat jetzt insgesamt 16 Kills Abstand hier zu Kamo. Das ist doch krank. Digga, was ist das? Ey! Seine Shotgun schießt von der Seite. Das ist doch unfair. Digga, die Gegner komplett aus. What? Oh, oh. Na, Gegner komplett lost. Guckt euch das an. Digga, alle drei geholt mit einem Pumpshot. Alle drei mit einem Pumpshot geholt. Gucken wir jetzt hier gerade Maestro zu. Und er schüttet den Gegner. Alter, ultra stark. Ich glaube, Maestro ist gerade heute auf seiner Höchstform. Sei ich euch ehrlich, ich glaube, Maestro ist gerade in seiner Höchstform. Ich glaube, besser hat er noch nie gespielt. Ich glaube, ehrlich, besser hat er echt noch nie gespielt. Ja, mega solide, Mann. Maestro ist down. Maestro ist down nach 10 Kills. Kamo sieht jetzt... Oh mein Gott, das kann jetzt doch nochmal spannend werden, Livestream. Das kann jetzt doch nochmal spannend werden, Livestream. Schöner Hit jetzt hier von Kamo. Aber Kamo muss jetzt dafür Klatsch gehen. Stellt euch mal diese Situation jetzt einfach vor, wenn Kamo oder Julian kommen Klatsch gehen. Julian kommt hat auch schon 7 Kills. Julian kommt mit 7 Kills, Kamo mit 6 Kills. Was würde das Stand jetzt heißen? Kamo bräuchte, glaube ich, 20 Kills, damit er jetzt hier ins Finale kommt. Aber Gegner sind ultimativ gut. Ja, oh mein Gott, Gegner. Das sind die, glaube ich, auch die Maestro geholt haben. Maestro ist Karte. Ein HP! Ein einziger HP hat er. Ein Schuss, er ist tot. 19 Kills braucht er. Kamo hat halt noch den Grappler, ne? Oh, schöner Kill! Digga, jetzt entscheidet sich das, ne? Entweder Julian kommt, der hat 7 Kills, oder Kamo, der hat 8 Kills. Über ihn ist noch ein Gegner. Oh, das ist der mit der Drumgun. Oder? Nee. Oh mein Gott. Kamo? Was macht Kamo mit dem Gegner? Alter, Kamo baut übel solide. Hat er trainiert? Julian, komm, ist down. Das heißt, Kamo könnte 20 Kills holen. Wenn er jetzt hier klatscht geht. Aber es wird schwer. 20 Kills sind schwer. Oh mein Gott. Hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm. Gegner hat auch eine lilane Tag. Nein, nein, 1 HP, 2 HP, 3 HP.
Leute, Rasenmäher in den Chat, wir müssen belieben. Rasenmäher in den Chat, wir müssen belieben. Das war's. Aber damit steht der Sieger fest. Aus Gruppe 2. Aus Gruppe 2 ist es nämlich Maestro mit 42 insgesamten Punkten, die er gesammelt hat. Damit tritt er auf jeden Fall schon mal an gegen Karma. Dickes, fettes GG jetzt bitte im Chat. Für Camo, lasst bei ihm sehr gerne ein Follow da. Julian, komm, lasst bei ihm gerne ein Follow da. Die beiden Jungs haben sich das definitiv auch verdient. Aber Maestro, der hat hier nochmal seine Time to Shine gehabt. Hat sich auch 50 Euro zack Taschengeld in seine Pocket reingenommen. Und damit bin ich umso gespannter auf die Gruppe 3 jetzt. Das wird nämlich unsere finale Gruppe sein für dieses Turnier. Hey, lass bei mir auch ein Follow, der Jungs.